bisschen Blut geleckt. Und ich glaube, das, was dann eigentlich passiert ist, ist, dass ich die Sachen, die ich angefangen habe, dass ich die durchgezogen habe. Eigentlich alles, was ich immer davor gemacht habe, habe ich irgendwie gemacht. Das ist irgendwie schiefgegangen, habe ich aufgegeben. Also mit den Autoteilen, das ist schiefgegangen, habe ich halt aufgegeben. Und dann habe ich halt eigentlich immer nur wieder Schadensbegrenzung betrieben, indem ich quasi immer irgendwie Schulden weiter abzahlen musste. Und dann kam endlich wieder die Sache, alles, was ich davor irgendwie angefangen habe, naja, das mit den Zeugen Jehovas ging schief, habe ich wieder aufgehört. Dann hat mir Facebook quasi die Reichweite limitiert, habe ich aufgehört. Und bei den T-Shirts ist es das erste Mal so, dass ich die Sache einfach nicht aufgehört habe. Dass ich einfach mal dran geblieben bin, auch wenn es da richtig viele bescheidene Rückschläge gab. Aber das habe ich weitergemacht. Und das mache ich bis heute noch. Und einfach, weil das, ja, das Business grundsätzlich fasziniert mich und weiß halt eben was von einem passiven Einkommen. Also das funktioniert halt in etwa so, du kaufst ein T-Shirt, oft zum Beispiel bei Amazon, und ich habe dieses Design im Vorfeld hochgeladen. Du kaufst quasi mein T-Shirt, du weißt es aber gar nicht. Also du kaufst das Design, welches ich erstellt habe, du hast aber keine Ahnung, weil da steht, dass der Verkäufer Amazon ist. Das ist auch so, ich verkaufe quasi meine Designs nur an Amazon. Und jetzt kaufst du dieses Produkt und ich kriege dafür Tantieme, also Royalties, Lizenzeinnahmen dafür von Amazon. Aber ich habe in dem Moment überhaupt keinen Aufwand. Das heißt, es passiert jetzt super häufig, dass ich morgens aufstehe und einfach 200, 300 Dollar reicher bin, einfach weil über Nacht die Amerikaner irgendwas gekauft haben. Ich habe überhaupt nichts gemacht in diesem Zeitraum. Also es hat irgendwie so ein bisschen was von passivem Einkommen. Und das ist halt das, was mich an dem Ganzen so fasziniert hat. Ja, es ist halt dieser Versatz, also normalerweise als Arbeitnehmer für die Zuschauer, die vielleicht nicht ganz so tief im Thema sind, ist es ja so, der besagte Tausch Zeit gegen Geld. Das heißt, gut, es gibt natürlich auch noch, wenn du krank bist, wirst du auch bezahlt, ja, das sind die Fortschritte der sozialen Marktwirtschaft, aber im Prinzip ist es der Tausch Zeit gegen Geld, und wenn du unternehmerisch tätig bist, da investierst du viel rein, wahrscheinlich auch im T-Shirt-Business hast du viel gemacht, du musst den Stein ins Rollen bekommen, du hast natürlich gewisse Unsicherheiten, ob der Stein jemals rollen wird oder ob du da die ganze Zeit gegen einen Block drückst, der quasi unverrückbar ist, das heißt, du musst da schon etwas investieren. Aber wenn sich herausstellt, dass der Stein ins Rollen gekommen ist, dann rollt er auch dann, wenn du jetzt nicht mehr dagegen drückst. Und das ist das, was du jetzt beschrieben hast. Du wachst auf morgens und ein paar Amis haben bezahlt. Und dann freust du dich natürlich, dass es erfolgreich ist und dass der Stein weiterrollt. Wie viel hast du denn so in das T-Shirt-Business gesteckt an Kraft, an Zeit, bis da was ins Rollen gekommen ist? Und bist du dann der Meinung gewesen bist oder zur Überzeugung gekommen bist, hey, das klappt tatsächlich? Also wie viel ich da in Summe bis jetzt investiert habe, kann ich dir nicht sagen, aber ich kann sagen, wie viel es am Anfang war. Genau, mich interessiert der Anfang, also nicht wie viel du jetzt machst und wie hoch deine Werbeausgaben sind oder so, sondern mich interessieren eigentlich immer die Dinge, also die Fehlschläge und so, davon hast du uns jetzt schon einige gegeben. Und jetzt, wenn es interessiert, mich interessieren immer die Anfänge, also quasi den Keim, den du gesetzt hast. Wie lange hat es gedauert, dass du den gießen musstest, bis da was gesprossen ist? Also als das angefangen hat, ich habe am Anfang ja kein Geld investiert, weil ich hatte gar kein Geld. Wie soll ich es machen? Das heißt, alles, was ich investieren konnte, war irgendwo meine Zeit. Und das habe ich halt auch gemacht. Ich habe nebenbei studiert und habe halt gearbeitet, nebenbei damals als Makler, und habe quasi immer, ich bin morgens eine Stunde vor der Uni noch aufgestanden, eine Stunde eher, und bin in der Uni ein bisschen was gearbeitet und habe dann nach der Uni quasi, wenn ich Zeit hatte, noch was gemacht und quasi am Wochenende nonstop, wenn ich nicht gearbeitet habe. Also ich habe schon viele hunderte Stunden da reingesteckt, bis auch erstmal der erste Verkauf gekommen ist. Als dann aber der erste Verkauf gekommen ist, ich habe zu einer recht guten Zeit angefangen. Und zwar, ich habe im Oktober angefangen und das ist quasi vor der Weihnachtszeit. Und in der Weihnachtszeit, das ist halt die beste Zeit überhaupt, weil die Leute da halt Weihnachtsgeschenke kaufen. Und so T-Shirts werden scheinbar auch ganz gerne mal verschenkt. Und da kam dann schon relativ schnell der ein oder andere Verkauf bei rum. Also ich habe bestimmt, ich weiß nicht, 300, 400 Stunden oder sowas reingesteckt, bis das wirklich losging. Bis wirklich ich sehen konnte, okay, es kommt alle 2-3 Tage mal ein Verkauf rein. Und habe jede freie Minute investiert. Es gab natürlich auch tausende Rückschläge. Ich erinnere mich gut, ich saß mal ein Wochenende da und ich habe das ganze Wochenende über Design. Also ich habe am Anfang meine Designs ja alle selber erstellt. Das heißt, ich musste mir ein Grafikprogramm besorgen und halt dann erstellen. Und die Designs werden von den Plattformen immer, also die müssen akzeptiert werden. Die durchlaufen halt wie so Rechtsvorschriften, wie auch immer. Also damit du da jetzt, du kannst kein Nike-Shirt erstellen oder sowas. Du kannst nicht ein Shirt erstellen, wo Just Do It draufsteht oder sowas. Das ist halt verboten. Und ich habe das ganze Wochenende über gearbeitet wie ein Verrückter und habe es geschafft, 250 Designs hochzuladen.
Und ich war unfassbar stolz. Und Montagmorgen, ich wach auf, will Montagmorgen vor der Uni noch ein bisschen was hochladen. Und mir sind 250 von 250 Designs abgelehnt worden, weil sie nicht den Bestimmungen der Plattform entsprochen haben. Oh, war ich gefrustet. Da war ich richtig sauer. Aber das war genau der Moment, wo ich mir auch wieder dachte, okay, Aaron, normalerweise hast du jetzt aufgehört. Bei den Rückschlägen hast du eigentlich immer aufgehört. Und ich habe diesmal nicht aufgehört, sondern ich bin in die Uni und habe diese Designs nochmal überarbeitet und habe sie dann die ganze Woche über nochmal hochgeladen. Ich hatte nicht so viel Zeit wie am Wochenende, deswegen hat es halt ein bisschen gedauert, aber es sind dann fast alle Designs durchgegangen. Und ich verkaufe heute noch einige Designs von denen, die ich damals erstellt habe, verkaufe ich heute noch. Aber das war halt der Unterschied, dass ich damals halt einfach nicht aufgehört habe, wie ich es die vielen Male davor gemacht habe. Prima. Ich kann mir vorstellen, wie damals der Mitarbeiter in diesem T-Shirt-Shop, ob es Amazon war oder was auch immer, schon wieder ein Design von dem abgelehnt, abgelehnt. Ja, und du hast also, falls ich es richtig verstanden habe, weil das ist eine Leistung, also nicht nur eine Leistung, dass du zum Beispiel nochmal 250, dass du da viel Zeit reingesteckt hast und dass du diese Rückschläge eingesteckt hast und weitergemacht hast, sondern du hast studiert, du hast die, glaube ich jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, auch noch bei diesem Immobilienmakler gearbeitet, ja, als Nebenjob und dann zusätzlich noch dieses T-Shirt-Design gemacht. Ja. Also du hast quasi drei Sachen gehabt. Naja, da kam noch YouTube dazu. Also ich habe dann noch derzeit mit YouTube auch noch angefangen, ja. Das waren schon wirklich viele Dinge, die ich dann nebenbei gemacht habe. Mhm. Ja. Hast du damals schon berichtet über deine Tätigkeiten? Also das, was ich dich jetzt quasi so ein bisschen ausfrage, was du jetzt erzählst, hast du damals das auch schon, deine Erfahrung auch schon live quasi mitgeteilt über YouTube? Wie es läuft, deine Anfänge? Ach so, ja, das mit den Anfängen, das habe ich schon in den ersten Videos, habe ich auch über solche Sachen immer mal gesprochen. Das mit dem T-Shirt-Business habe ich dann auch relativ schnell geteilt. Das ist, glaube ich, im Januar oder im Dezember 2017 gewesen, als ich das dann auch geteilt habe, was ich da mache. Mhm. Ah, das war also gleich drei Monate später sozusagen dann auch gleich drüber berichtet. Also viel authentischer geht es ja eigentlich gar nicht, ne? Also wenn man von den Anfängen gleich dann auch berichtet, und das finde ich also schon klasse. Also es zeigt aber, dass genau das, was du meintest, man muss Blut geleckt haben. Also du hast ja extrem viel Freizeit geopfert, extrem viel Freizeit. Und du warst die ganze Zeit im Prinzip damit beschäftigt und hast ganz offensichtlich eine super Freundin, dass sie die ganze Zeit zu dir gehalten hat, nicht nur über die Rückschläge, sondern auch dich begleitet hat mit der ganzen Zeit, die du da reingesteckt hast, weil das war ja wahrscheinlich keine Zeit, wo du mit ihr ausgehen konntest und ins Kino oder was weiß ich, ne? Naja, wobei Kino ging schon. Ich wollte ja auch in gewissem Maße, habe ich immer irgendwie versucht, okay, wie man mit möglichst wenig Geld schon ein bisschen was erreichen kann, also nicht erreichen kann, aber wie man ein bisschen was erleben kann. Ich bin relativ schnell Kinotester geworden. Das heißt, ich konnte mal die neuesten Blockbuster gehen und musste dann halt quasi bewerten und was für Werbung davor lief und so weiter. Und da hat man also erstmal ein kostenloses Kinoticket bekommen und man konnte, ich weiß gar nicht mehr, es war, glaube ich, wenn man in einen Film sich reingesetzt hat, dann hat man nochmal 15 Euro bekommen. Und wenn man sich, also meistens geht es ja so, ich weiß nicht, wie oft du ins Kino gehst, aber oft ist es ja so, dass man, dass ein Film fängt zum Beispiel 18 Uhr an, einer 18:20, einer 18:40. Ja. Und das heißt, ich habe dann quasi alle drei Filme am Anfang die Werbung aufgeschrieben, muss man genau protokollieren, was für Werbung läuft und so. Da habe ich quasi mir drei Filme angeguckt, habe dafür dann halt irgendwie 25 Euro bekommen statt 15 Euro und den letzten Film habe ich mir dann mit meiner Freundin zusammen angeguckt. Das heißt, ich habe an dem Abend, die haben zwar noch, keine Ahnung, irgendwie Tacos gegessen oder so, sondern Nachos waren das, aber das heißt, ich habe trotzdem quasi einen Abend, wir konnten ins Kino gehen und haben dabei noch 10 Euro verdient. Aber so ein, also, Aaron hat also einen Weg gefunden, das Geldverdienen mit der Freizeit zu kombinieren. Genau, aber eine Sache noch, die du gerade sagst mit dem Opfern der Freizeit. Ich glaube, dass das, das ist eigentlich fast in allen Bereichen im Leben so, dass an der Börse letztendlich steht und fällt fast alles immer mit dem Preis, den wir zahlen für irgendein Unternehmen. Du kannst ein Unternehmen viel zu teuer einkaufen, kann ein tolles Unternehmen sein, aber wenn du es viel zu teuer eingekauft hast, hast du wahrscheinlich nicht so dolle viel Freude daran. Und ich glaube, dass es im Leben eigentlich nicht anders ist, dass wir immer für alles einen Preis zahlen, egal in was für einer Form wir den zahlen und was wir halt bekommen wollen irgendwo und was wir bereit sind für einen Preis dafür zu zahlen. Und so habe ich halt den Preis gezahlt, dass ich quasi über viele Jahre quasi gar keine Freizeit hatte oder eigentlich nicht wusste, was Freizeit ist im Großen und Ganzen. Und das ist den Preis, den ich bereit war zu zahlen. Und ich glaube, das ist eigentlich fast immer so. Es ist immer nur die Frage,
die wir uns stellen müssen, ob wir bereit sind, den Preis dafür zu zahlen, für das, was wir erreichen wollen. Ja, richtig. Da kann ich jetzt auch mal ganz kurz was von mir reinkippen. Ist prinzipiell korrekt. Das hört sich jetzt, wenn wir das so sagen, Freizeit offen über mehrere Jahre. Du weißt gar nicht, ob das überhaupt erfolgreich sein wird und so weiter. Das hört sich an wie ein extrem hoher Preis. Das hört sich wahrscheinlich für den einen oder anderen sogar abschreckend an. Dann hast du aber vorher richtig gesagt, hier Blut geleckt. Das heißt, es ist eigentlich nicht so, dass eine Stunde Freizeit ist gleich eine Stunde Freizeit geopfert für die gleiche Sache. Zwei unterschiedliche Personen nehmen so ein Investment ganz unterschiedlich wahr. Mit Investment meine ich Freizeit opfern. Meine Arbeit für einen dasselbe ganz unterschiedlich wahr. Dem einen macht es Spaß, der eine ist voll motiviert. Der kann sogar Freizeitcharakter haben, seine Projekte voranzubringen. Bei mir, beim Aktienfinder, war es beispielsweise so, dass es ursprünglich ein Freizeitprojekt gewesen ist, der Aktienfinder. Oder als ich das ja noch gar nicht kommerzialisieren wollte, als ich gar nicht davon gedacht habe, irgendwann damit auch nur einen einzigen Euro zu verdienen. Also nicht direkt, natürlich indirekt schon, indem ich bessere Aktien aussuche. Und ich habe es aber trotzdem gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Und ich denke, dass als du damals dann auch T-Shirts designt hast oder andere Dinge gemacht, dass dir das auch Freude bereitet hat. Ja. Insofern hat es vielleicht tatsächlich Freizeitcharakter gehabt, beziehungsweise ist es nicht so abschreckend, wie es möglicherweise oberflächlich betrachtet klingt, so viel Freizeit in Anführungszeichen zu opfern in eine ungewisse Sache, wo man noch nicht weiß, was passieren wird. Man muss halt einfach motiviert sein, man muss, wie du es gesagt hast, Blut geleckt haben. Ne? Genau, ich glaube, das passt sehr gut. Das ist auch heute noch so, das Gefühl, dass man nicht das Gefühl hat, ich weiß nicht, es geht dir vielleicht ähnlich, dass man nicht das Gefühl hat, eigentlich zu arbeiten dahingehend, sondern einfach, man macht das ja gerne. Das ist nicht so dieses, man muss jetzt diese 8 Stunden da sitzen und irgendwas abarbeiten, weil man das Geld braucht, sondern man macht das halt eigentlich gerne. Und von daher ist es, ja, ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf Freizeit verzichtet habe oder ich habe auch heute nicht das Gefühl, ich arbeite heute auch noch sehr viel, aber man hat nicht das Gefühl, dass man auf irgendwas verzichtet dahingehend. Das stimmt definitiv. Genau, das Geniale ist ja bei uns beiden jetzt wahrscheinlich, wenn man es geschafft hat, dann, also du hast ja bei Engels und Völkers gearbeitet, glaube ich, ne? die hieß ja so. Und irgendwann hast du da gekündigt, ganz offensichtlich. Und jetzt bist du ja Vollzeitunternehmer. Und das Geniale an der Sache ist ja, wenn das geklappt hat, dann hast du ja jetzt diese 8 Stunden nicht mehr, die du von jemand Fremdes arbeiten musst, sondern arbeitest jetzt für die Arbeit, für die du dich selbst begeistert, weil du dir das ja selbst ausgesucht hast. Das heißt, ist ja bei mir genauso. Wir beide haben heute quasi einen besseren Status, weil wir nicht mehr hier 8 Stunden am Tag für irgendwas Fremdes arbeiten müssen, was per Definition für jemand Fremdes meistens weniger Spaß macht als für sich selbst. Das heißt, wir haben zwar am Anfang Freizeit, wenn man so möchte, geopfert, wobei wir das nicht so wahrgenommen haben als Opfer irgendwo. Es gibt natürlich immer mal Sachen, die machen mehr und die machen weniger Spaß. Aber selbst wenn man so sieht, dass man es geopfert hat, wenn man es als reines Investment betrachten würde und dann am Ende einen Saldostrich zieht mit der Zeit, die wir jetzt quasi nicht mehr für jemand Fremdes arbeiten müssen, ich bin mir sicher, du bist ja noch jünger als ich, aber ich habe auch noch nicht das Rentenalter erreicht. Da kommen am Ende sehr viele positive Stunden bei raus, die wir quasi gewonnen haben, wo wir selbstbestimmt gearbeitet haben für Dinge, die uns Spaß machen und die uns auch finanziell viel weiterbringen, als wenn wir jetzt für jemand anderen im Angestellten-Dasein weitergearbeitet hätten. Und ich denke, das ist eine Riesenmotivation und ich denke, so muss man es oder so sollte man es halt auch sehen, ne, Aaron? Ja, also ich erinnere mich da auch noch sehr gut ans Kündigen. Das war dann eigentlich der Moment, wo das Ganze auch erst so richtig explodiert ist. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe davor natürlich, du musst für jemand anderen noch arbeiten. Da kannst du ja nicht für dich selber arbeiten. Wenn du aber wirklich den gesamten Fokus vor allem und deine gesamte Zeit für deine eigenen Projekte verwenden kannst, eigentlich ist das, dass der Schneeball so richtig explodiert ist, ist erst da der Fall gewesen. Das ist bei mir auch noch gar nicht so lang her. Ich weiß, bei dir ist es auch noch relativ frisch. Ich erinnere mich da, ich weiß gar nicht, ob es ein Video war oder sowas, was ich da mal gesehen hatte. Bei dir war das ja auch noch relativ frisch. Bei mir war das, glaube ich, Ende 2017, 18? Ach, das ist keine Ahnung mehr. Zwischen den Jahren. Es ist noch gar nicht so lange her. Von daher, ja, aber so richtig ging es erst danach los, dass der Schneeball ins Rollen gekommen ist. Ja, kann ich bestätigen. Also bei mir war es genauso. Ich kann es vielleicht mal beim anderen Anlass im Detaillierter erzählen. Das war auch ein Entweder-Oder und es war eine Entscheidung. Und damals war mir im Prinzip
ist mir relativ schnell klar geworden, dass ich mich entweder komplett für den Aktienfinder entscheiden muss oder das immer eine kleine Nummer bleiben wird. Mhm. Ja. Ja, prima. Und ich kann mal kurz die Seite zeigen von dir, wie die aussieht. Und können wir uns mal kurz reinklinken bei dir, etwas näher ins T-Shirt-Business und die Zahlen anschauen, also nicht, sicherlich nicht alle, aber wenigstens ein paar. Und da sind wir auch schon. Möchtest du was dazu sagen? Ja, also das ist, was wir jetzt hier sehen, ist mein Account bei Merch bei Amazon. Also das ist quasi der Print-on-Demand-Bereich von Amazon. Na, natürlich ist es mit großem Abstand der größte. Amazon hat das vor 5 Jahren ins Rollen gebracht und die explodieren jetzt in einer Form, das ist verrückt, aber es ist halt Amazon. Also herzlichen Glückwunsch an alle, die Amazon-Aktien haben. Was sehen wir hier? Wir sehen quasi meine Übersicht in meinem Account. Also ich habe aktuelle Live-Produkte, das ist das hier oben, was wir sehen, 99.468 von 100.000 möglichen Uploads. Und ich habe, was wir hier in der Mitte sehen, ist vielleicht das, was am meisten Freude macht, weil das, was wir hier sehen, Verkäufe heute sind null, aber es ist halt früh am Morgen und die Amerikaner schlafen vielleicht noch. Deswegen, das sind die Verkäufe in den USA hier gerade. Aber das ist quasi die Historie der letzten 7 Tage. Und da sehen wir, dass ich jetzt hier zum Beispiel, wenn wir auf gestern gehen, ich hoffe, man kann das erkennen, das sind 206 Verkäufe zum Beispiel in den USA gewesen und das sind $465 gewesen, die ich damit verdient habe. Das heißt, aktuell habe ich hier so am Tag sehr um die $450. Und wenn ich hier ein bisschen nach unten scrolle, dann sieht man, ich habe in diesem Monat bis jetzt zum Beispiel, also heute ist der 7., habe ich $2.700 in den USA verdient. Im letzten Monat waren es 11.492. Aber das ist halt nur, das macht jetzt schon ein bisschen, es ist nicht alles Gewinn, muss ich sagen. Wir gehen auch noch Werbekosten ab und du hast ja schon gesagt, ich habe auch inzwischen den ein oder anderen Mitarbeiter. Das geht alles davon ab, aber das lohnt sich schon so, dass ich sage, okay, das macht inzwischen den Großteil meiner Einnahmen aus. Das ist ja auch nur, man sieht hier oben, das ist nicht nur in den USA tätig. Also Amazon hat angefangen, natürlich, wahrscheinlich wie mit allen Sachen, die Amazon ausprobiert, man startet in den USA und expandiert dann auf die anderen Märkte. Und so sind vor 2 Jahren der Markt im Vereinigten Königreich und in Deutschland dazugekommen. Das können wir uns hier zum Beispiel mal angucken. Da verkaufe ich deutlich weniger. Also der mit großem Abstand größte und stärkste und beste Markt sind einfach die USA. Aber ich glaube, Amazon macht in Summe auch 50% der Gesamtumsätze in den USA. Also deckt sich quasi mit meinen Erfahrungen. Und hier habe ich, sind aber auch zum Beispiel jetzt gestern, gehen wir zu gestern, habe ich 28 Verkäufe im Vereinigten Königreich gehabt mit 77 Pfund. Und hier mache ich halt so ein bisschen was über 1.000 Pfund. Und auf dem deutschen Markt sieht es auch so ähnlich aus. Da habe ich zum Beispiel heute schon verkauft, da habe ich schon 4,67 Euro verdient. Aber gut, Deutschland ein bisschen eher alles. Und hier habe ich zum Beispiel gestern jetzt 126 Euro gehabt, vorgestern 158 Euro. Und jetzt sind vor, also den deutschen und den Markt im Vereinigten Königreich gibt es jetzt seit 2 Jahren. Und diese anderen Marktplätze hier, die sind alle erst ganz, ganz neu. Das heißt, wir können zum Beispiel uns mal meine italienischen Verkäufe anschauen. Die sind jetzt erst, das ist so vor 3 Monaten erst eröffnet worden. Also da ist Amazon erst mit diesem Bereich nach Italien gegangen. Und da bin ich jetzt auch schon dabei, dass ich gestern zum Beispiel 12 Verkäufe hatte, also ein bisschen was über 12 Euro verdient habe. Und so habe ich jetzt quasi, ich bin eigentlich auf 6 Märkten tätig. Japan bin ich noch nicht tätig, gibt es jetzt auch. Also ich könnte jetzt auch anfangen, meine T-Shirts in Japan zu verkaufen. Allerdings bin ich da noch nicht so ganz warm geworden mit den, mit den Kaufgewohnheiten der Japaner. Das ist irgendwie ein bisschen was anderes als jetzt in Deutschland oder in Frankreich oder insbesondere in den USA. Okay, und du hast ja, wenn ich jetzt richtig informiert bin, nicht nur bei Amazon, oder du vertreibst ja T-Shirts nicht nur über Amazon, sondern auch nur über andere Plattformen, ne? Das heißt, da kommt quasi noch mehr Geld insgesamt in die Kasse. Also das gibt auch noch viele andere Plattformen, auf denen man verkaufen kann. Amazon macht halt jetzt den größten Teil aus, muss ich sagen. Aber es gibt auch viele andere Plattformen, also Spreadshirt, Redbubble, TeePublic, da kommt schon auch der ein oder andere Tausender im Monat, kommt da drüber auch noch rein. Aber das hat alles ganz, 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 ganz klein angefangen. Warte, ich kann vielleicht mal noch eine Übersicht zeigen. Gerne. Das zeigt nämlich mal, wie sich das entwickelt hat über die Jahre, seitdem ich damit angefangen habe. Der lädt jetzt halt ein paar Verkäufe, deswegen dauert das ein kleines bisschen. Und zwar sehen wir hier natürlich gleich das Finale. Und zwar, was wir hier sehen, sind die Verkäufe aus dem Jahr 2018. Das ist halt jetzt hier das erste, zum Beispiel der Februar 2018. Da habe ich halt angefangen und da sieht man, dass das halt nur ganz, ganz wenige Verkäufe waren.
Und so richtig explodiert ist das Ganze dann halt im Dezember 2018. Und das war dann auch der Moment, wo ich so richtig Blut geleckt habe dafür, weil da sieht man halt, okay, ich habe davor halt ein paar hundert Dollar mal verdient, hier 200 mhm. Dollar oder so. Und dann im Dezember ist es halt auf 5.900 Dollar in einem Monat angesprungen. Und das war für mich halt, ja. Ist es bei dir eigentlich genauso von den Emotionen her? Also bei mir ist es so gewesen, ich habe irgendwann dann den Aktienfinder kommerzialisiert und am zweiten Tag haben dann 2 oder 3 Leute bezahlt. Und das werde ich nie vergessen. Ich weiß das sogar noch da, wo ich damals gewesen bin, als das dann von PayPal quasi die Meldung gekommen ist, dass jemand bezahlt hat. Weil am Anfang, wenn du irgendwas machst, wir haben schon drüber gesprochen, dann weißt du ja nicht, ob das Geschäftsmodell zieht oder nicht. Und wenn dann zum ersten Mal sowas kommt, dann ist es ja nur eine Art Bestätigung. Ist es bei dir genauso gewesen, zum Beispiel im T-Shirt-Business, als du den ersten Verkauf hattest und die ersten Verkäufe? Ja, es passiert regelmäßig. Das ist doch das Schöne in dem Business, weil da ändert sich ständig irgendwas. Da kommen ständig neue Sachen dazu. Man kann neue Sachen ausprobieren. Und eigentlich jedes Mal, wenn irgend sowas passiert, muss ich mich zusammenreißen, dass ich nicht wie so ein, ja, keine Ahnung, wie so ein Schamane im Kreis rumspringe und tanze, weil ich mich ja so drüber freue. Ich erinnere mich noch, es gab einmal, das war hier im November 2018. Und zwar ist es ja immer so, ich kann jetzt 100.000 T-Shirts hochladen. Man kann am Anfang nur 10 hochladen. Und wenn man 10 Verkäufe hat, dann kann man 25 hochladen. Wenn man 25 Verkäufe hat, dann kann man 100 hochladen und so weiter. Das ist quasi wie so ein Spiel. Du kriegst quasi immer mehr Slots zur Verfügung, sodass du halt immer weiter aufsteigen kannst. Da kann man sich vorstellen wie so ein Computerspiel. Und jedes Mal, wenn du dann quasi ins nächste Level kommst, dann ist es quasi, ja, jetzt geht's wieder los. Jetzt hast du doppelt so viele Slots oder dreimal so viele zur Verfügung. Und ich erinnere mich, dass ich im November 2018 habe ich, glaube ich, das Tier auf T1000 bekommen. Da bin ich nachts aufgestanden und ich bin rumgesprungen wie ein Verrückter, weil es so viel, ich habe halt gesehen, was auf einmal möglich ist. Ich habe auf einmal realisiert, was dieses Business eigentlich, davor habe ich ja, wenn man die Verkäufe sich anguckt, da kam ja immer nur ein paar Euro, ein paar Dollar bei rum eigentlich. Und dann habe ich gesehen im November, da ist das ja hier von 300 Dollar auf über 1000 gesprungen. Und dann habe ich schon gesehen, das Ende November, holy shit, was passiert da gerade? Da habe ich einfach gesehen, das war so richtig, ja, also schlafen war da nicht mehr möglich. Also da war wirklich nur noch, saß ich Tag und Nacht davor und habe das hat mir dann so eine Freude bereitet und mir das neue Ideen, und ich, wie gesagt, ich war nie irgendjemand, der kreativ war und jetzt habe ich auf einmal Ideen, das gibt es gar nicht. Ich habe für die verschiedensten, ich sitze heute da und mache Research für den französischen Markt und gucke mir französische Seiten an. Ich spreche kein Wort Französisch, aber damit ich da halt irgendwie ein Gefühl für bekomme und so und habe dann, das ist, keine Ahnung, es ist ganz schwer zu begreifen, aber was ich eigentlich zeigen wollte war, es ging halt hier ganz langsam los, ja. Und dann kommt das Jahr 2019 und ich muss zugeben, rückwirkend, im Jahr 2019 habe ich nicht so viel Zeit hierfür investiert. Da ist jetzt irgendwas, muss auch drüber auf den richtigen Button. Ja. Ja, okay, ich hoffe, man kann es immer noch sehen. Ja. Da sieht man, 2019 war das dann schon was ganz anderes. Da habe ich einfach jeden Monat hier 2.500 Dollar verdient und es war... da wäre sicherlich noch mehr möglich gewesen. Ich habe mich 2019, gab es ja viele private Veränderungen bei mir, da habe ich mich nicht so sehr darauf fokussiert, muss ich zugeben. Aber es ist weitergewachsen. Aber ich habe so richtig realisiert, okay, ich muss mich hier wieder fokussieren. Ich habe ja dann bin ausgewandert und so weiter. Und als im Januar 20 feststand, okay, ich werde jetzt, wo ich jetzt leben werde, ich kann mich jetzt wieder mehr aufs Business fokussieren, habe ich auch genau das gemacht. Und da ist dann das hier passiert. Da ging das quasi, also sonst ist immer der Dezember mit großem Abstand der beste Monat. Wenn wir hier mal zurückgehen, Dezember 18 hatte ich halt meine knapp 6.000 und das habe ich dann eigentlich erst auch im nächsten Dezember wieder erreicht. So ist es halt Weihnachtsgeschäft, das knallt halt durch die Decke. So, und jetzt guckt man sich dieses Jahr an. Jetzt habe ich quasi die letzten 5, 6 Monate habe ich immer den Dezember des letzten Jahres geknappt. Das heißt, ich habe jetzt hier im August zum Beispiel fast 14.000 Dollar nur auf dem US-Marktplatz gehabt. Auf den anderen Marktplätzen ist die Entwicklung so ähnlich. Ja. Und das ist einfach... Wenn man, das ist halt irgendwie alles, ja, gestern Abend bin ich ins Bett gegangen und hatte irgendwie 180 Dollar stehen in den USA und heute Morgen wache ich auf und habe da 460. Ja, das ist schon klasse. Was ist denn in dem einen Monat passiert? Ist das eine Null? Genau, das ist eine Null, das ist Corona. Also in den USA, eigentlich ging das im Januar schon los und im Februar, dass das so nach oben gegangen ist. Und du siehst ja hier, dass es so abgeflacht ist. Das liegt daran, dass die Lieferzeiten in den USA extrem explodiert sind. Also wir hatten dann auf einmal Lieferzeiten, normal hast du so Lieferzeiten bei den Shirts so von 4, 5 Tagen in den USA, in Deutschland weniger. In Deutschland sind es so 2, 3 Tage, manchmal 4 Tage, aber USA halt riesiges Land. Und eigentlich hat man schon den Anstieg gesehen, von Januar auf Februar war schon eine richtig ordentliche Entwicklung. Also, dass es im Januar so runtergeht, liegt halt immer nach Weihnachten ein bisschen Depression. Die Leute kaufen nicht so viele Shirts.
Und dann sind die Lieferzeiten aber Ende Februar Corona-bedingt quasi auf 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen angestiegen. Okay. Und im April oder Ende März hat Amazon beschlossen, ich konnte keine T-Shirts mehr verkaufen. Also die T-Shirts sind nicht mehr gelistet gewesen, es war nicht mehr möglich, die zu kaufen, dass Amazon alle Produkte in den USA runtergenommen hat, offline gestellt hat, die nicht non-essential waren oder irgend sowas. Und deswegen konnte ich keinen einzigen Verkauf im April haben. Und das war eine echt üble Zeit, muss ich sagen, weil du wusstest ja nicht, wie es weitergeht. Also ich habe im Januar angefangen, haben wir wieder richtig investiert. Das heißt, ich mache das ja alles mit meiner Freundin zusammen, die macht das ja alles mit und es sind ja noch viele andere Plattformen. Und wir hatten dann Kosten, bisschen was über 10.000 im Monat schon an Fixkosten, sag ich mal. Und dann war klar, als Ende März eigentlich klar war, okay, Amazon wird das wahrscheinlich abschalten, dann war schon, mal gucken, wie lange das weitergeht. Wenn das jetzt über ein halbes Jahr abgedreht ist, dann gehen meine Reserven irgendwann zur Neige, aber es ging zum Glück ja dann Mitte Mai haben sie es wieder aufgemacht und das ist trotz, obwohl es erst Mitte Mai dann quasi war oder das ist ein 10. Mai oder sowas gewesen sein, ist es ja direkt dann gleich explodiert und dann ging es hier ordentlich nach oben. Also die ganze Arbeit, die wir hier schon in den ersten Monaten reingesteckt hatten, hat sich gelohnt und ich muss auch sagen, wir haben ja alle Mitarbeiter weiter bezahlt. Ich habe ja viele Mitarbeiter, gerade auf den Philippinen, in Indonesien und so weiter und ich kenne ja die Verhältnisse dort und viele Mitarbeiter schreiben quasi auch, wie es ihnen geht und viele Leute haben gerade auf den Philippinen ihren Job verloren. Die sind halt stark abhängig vom Tourismus und auch in Indonesien hängen irgendwie alle am Tourismus gefühlt und die haben halt alle ihre Jobs verloren. Also das ist oft so gewesen, dass mich Leute angeschrieben haben, ja, hier kann ich irgendwie was mehr machen, meine Frau und meine Kinder haben alle ihre Jobs verloren oder ich weiß nicht, wie ich meine Eltern durchfüttern soll. Mhm. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir alle Leute weiter bezahlen, weil wir entsprechende Rücklagen hatten. Ich aus meiner Vergangenheit weiß ich, wie beschissen es ist, wenn man finanziell ganz knapp ist und du jeden Cent 4-mal umdrehen musst. Deswegen ist es mir immer wichtig, genügend Rücklagen zu haben. Und wir haben halt die Leute alle weiter bezahlt. Und das heißt, wir haben extrem vorbereitet. Wir hatten, keine Ahnung, 20.000, 25.000 Designs vorbereitet oder sowas, obwohl wir nichts hochladen konnten. Wir wussten nicht, wann es weitergeht. Aber als dann der Moment gekommen ist und Amazon hat gesagt, Feuer frei, dann waren wir in einer super Position, weil wir halt die ganze Zeit die Leute weiterbezahlt haben und extrem vorbereitet haben. Wir mussten quasi, das ist alles automatisiert, der Upload und so weiter. Das heißt, das funktioniert alles über große Excel-Tabellen und das ist alles, liegt alles in der Cloud, da kann jeder drauf zugreifen, der halt für den entsprechenden Bereich Zugriff braucht und so weiter. Wir hatten alles vorbereitet und es war quasi nur noch Enter drücken und der ganze Spaß ist hochgeballert worden. Und das, was wir dann hier halt quasi gesehen haben, ist quasi das Ergebnis von dieser Vorbereitungszeit. Aber das war nochmal ein richtiger gruselige Zeit nochmal, ja. Das ist interessant, weil der alte Aaron, sage ich mal, der kleine Aaron noch, der hätte vielleicht aufgegeben bei dem Rückschlag oder hätte vielleicht gesagt, oh, das geht jetzt nicht mehr, dann ich suche mir vielleicht das nächste aus eventuell. Und wir haben aber halt ein unternehmerisches Risiko als Unternehmer und das hat man hier auch gut gesehen, dass halt Dinge passieren können, jetzt als Amazon dann quasi den Schalter umgelegt hat und du keine T-Shirts mehr verkaufen konntest, dass sozusagen dann die Umsätze mit einem Schlag auf null gefallen sind, mit ungewissen Aussichten und du hast dann trotzdem weitergemacht und ich finde auch gut, du hast ja jetzt im Prinzip auch noch ein bisschen Ethik reingebracht, also man hat dann auch Verantwortung als Unternehmer, nicht nur für sich selbst, sondern du hast dann noch deine Angestellten und man sieht auch schön, du trägst ja auch tatsächlich was dazu bei, also ist jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch gesprochen, aber dass die Welt dann auch ein Stück weit besser wird in dem Sinne, dass du halt auch als Arbeitgeber andere Leute bezahlst und es mag für uns dann vielleicht nicht viel Geld sein, wenn ich jetzt an Deutschland oder so denke, aber wenn man dann an die anderen Verhältnisse denkt, dann ist das absolut essentiell, ja. Und ist auch noch eine schöne Perspektive, denke ich, Aaron, ne? Wenn du dann dafür sorgen kannst, nicht nur, dass es dir besser geht, sondern auch direkt, dass du andere Leute in Arbeit und Brot, also in Beschäftigung bringst und dann auch noch da was Besseres bewirken kannst in Indonesien, Philippinen und was weiß ich noch wo. In Deutschland hast du ja auch jemanden, den du bezahlst, hast du mir eingangs gesagt. Ja, ich mache das natürlich. Das ist immer das, was einem gern vorgeworfen wird von den ganzen Sozialisten auf dieser Erde, dass einem, ja, man macht das alles profitorientiert und so weiter. Und das ist natürlich irgendwo, stimmt das, klar, man will natürlich, sonst würde man das Ganze nicht machen, wenn es nicht irgendwo um den Profit geht. Aber da hängen natürlich viele Sachen dahinter. Und das ist ja nicht nur, es geht nicht ausschließlich darum. Natürlich hat man auch im Hinterkopf, wie geht es den Leuten, wie geht es den Mitarbeitern. Gerade wenn ich jetzt an die Philippinen denke und Indonesien, was das für eine Zeit war. Und
Leute reden ja dann auch mit einem und sagen hier, gut, meine Frau hat einen Job verloren und so weiter und so fort. Aber ja, das hängt da auch immer mit dran, was manchmal gern zu kurz kommt. Gerade wenn ich, kommt da auch sehr viel Gegenwind, wenn ich manchmal erzähle, dass ich halt viele Mitarbeiter auf den Philippinen habe und so weiter. Ja, du bist der Ausbeuter und da zahl doch mal deutsche Gehälter und so weiter. Wenn man auf die Philippinen und dort ist halt irgendwie der Durchschnittslohn, glaube ich, $300. Das heißt, das, was ich meinen Mitarbeitern zahle, ist viel, viel mehr als das, was die im Durchschnitt haben. Das heißt, die können davon wirklich ihre Familien ernähren. Und ich, manchmal glaube ich, der ein oder andere Mitarbeiter von mir ist bestimmt der reichste in seinem Dorf. Ich hatte jetzt einen Mitarbeiter, der hat mir ein Foto geschickt, der hat seine Tochter, ist ein Jahr alt geworden und er hat quasi eine Geburtstagsfeier, eine Corona-Party für sie geschmissen, alle mit Masken und so weiter und alle. Und das war dort richtig ordentlich. Das war wirklich nicht so, wie ich das sonst kenne von den anderen Mitarbeitern auf den Philippinen, sondern es war richtig anständig. Also das war richtig gut bürgerliche Familie, würde man vielleicht in Deutschland sagen, wie das aussah. Und ich weiß, dass ich quasi der einzige Arbeitgeber für ihn bin. Also weiß ich, dass seine Frau arbeitet nicht, das weiß ich auch. Das heißt, irgendwo, naja, man ist schon ein kleines bisschen stolz vielleicht auch, könnte man sagen, dafür. Ja, das ist ja schön. Die Frau braucht nicht mehr arbeiten, weil der Mann beim Aaron arbeitet. Genau. Er ist wie so eine Art Lead-Designer bei mir. Das heißt, wenn wir neue Designer ins Team aufnehmen, die kriegen dann oft mal, wenn Sachen nicht funktionieren und wenn die halt, man muss halt viele Sachen berücksichtigen. Was muss wie positioniert werden und so weiter, welche Effekte werden verwendet. Will da nicht ins Detail gehen, aber die kriegen dann Lehrstunden bei ihm. Also er ist dann wirklich so ein bisschen, ja, der Papa, der ist auch schon ein kleines bisschen älter, der macht das schon, der ist schon ganz cool. Aber was ich noch dazu sagen wollte, diese Situation, die wir da im April hatten, sonst war es halt genau so, dass ich meistens immer einfach aufgehört habe, wenn so eine Situation gekommen ist. Diesmal habe ich die Idee überhaupt nicht gehabt. Es war überhaupt nicht mehr die Überlegung, vielleicht aufzuhören und was anderes zu machen. Es gab mehrere so Momente. Ich habe in diesem Zeitraum ja auch, wir haben eigentlich richtig investiert. Wir haben dann auch neue Mitarbeiter eingestellt für die ganzen neuen Marktplätze, für viele neue Mitarbeiter eingestellt, obwohl wir noch nicht wissen, wie das Ganze weitergeht. Gerade jetzt sieht es ja wieder gruselig aus, die Entwicklung. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich habe so die Überlegung, also ich weiß nicht, ob du Skat spielst. Ich weiß, wie es geht. Okay, bei Skat, ich meine, ist vielleicht bei vielen Kartenspielen so, ich bin ein leidenschaftlicher Skat-Spieler. Wir haben zu Hause viel Skat gespielt früher. Und jeder kriegt halt seine Karten und du hast halt dann die Möglichkeit, okay, du kannst das Spiel nehmen oder du kannst halt einfach nur mitspielen. Und ich glaube, jetzt gerade in dieser Krise haben wir die Möglichkeit, egal, wir haben halt die Karten ausgeteilt, die Rahmenbedingungen sind, wie sie sind durch Corona. Sie sind halt teilweise beschissen, aber für manche Industrien vielleicht auch gar nicht ganz so schlecht. Und die Frage ist, ob du quasi mit den Karten, die dir gegeben sind, spielen willst oder nicht. Und wir haben jetzt in diesem Fall entschieden, jetzt wird angegriffen, jetzt geht's richtig los. Und von daher glaube ich, ja, das ist halt wieder ein gewisses Risiko, aber das sind halt einfach die Karten, die wir ausgeteilt bekommen haben. Und entweder nutzen wir sie oder wir lassen die anderen spielen. Und wir haben jetzt in diesem Jahr beschlossen, okay, wir greifen an, weil das Eigentliche, was für dieses Business auch so besonders ist. Das, was ich in diesem ganzen Jahr mache, hat nun einen sehr, sehr geringen Einfluss auf das Ergebnis von diesem Jahr. Also wenn ich mir meine ganzen Verkäufe angucke, das ist insbesondere das Ergebnis der vergangenen Jahre. Wenn ich mir meine Bestseller angucke, das sind die T-Shirts, die ich vor 2 Jahren hochgeladen habe oder letztes Jahr irgendwie im Januar oder im Mai oder was weiß ich nicht was. Das, was ich in diesem Jahr hochlade, das wird erst so richtig die Wirkung entfalten in 1 oder 2 Jahren. Das heißt, wenn ich mir jetzt meine Zahlen angucke, dann habe ich die Hoffnung, dass es vielleicht in 1, 2 Jahren vielleicht eher das Dreifache oder das Vierfache ist. Ganz einfach, weil wir jetzt angreifen. Und ja, das ist so ein bisschen... Das ist interessant, wo ich gerade noch drauf gekommen bin. Du wirst ja jetzt immer größer, du greifst an, wie du es schön selbst gesagt hast. Wie sieht es denn mit der Konkurrenz aus, jetzt im T-Shirt-Business? Zum Beispiel Plagiate oder irgendwelche Sabotageversuche, keine Ahnung was? Also grundsätzlich ist es halt ein extrem umkämpftes Business, weil es kann halt jeder machen. Du brauchst keine Einstiegshürden, also es gibt keine Markteintrittsbarrieren oder so, es gibt ja keine Burggräben in irgendeiner Art und Weise oder sowas. Allerdings ist es so, dass der Markt grundsätzlich unfassbar schnell wächst und vor allem, es kommen immer mehr neue Märkte dazu. Also es gibt hier unfassbar riesiges Potenzial grundsätzlich in diesem Markt und es ist so, dass kopiert wird wie verrückt. Aber das ist so, da kannst du nicht viel machen. Da gibt es gerade in vielen asiatischen Ländern, gibt es da Leute, die darauf spezialisiert sind, die Sachen 1:1 zu kopieren. Und da wird dann quasi, das ist wahrscheinlich so, wie man das kennt, wie halt auch, du kannst auch in Bangkok deine Nike-Schuhe für ein Apple und ein Ei kaufen. Das sind halt keine Originale. Und genauso ist das ja auch. Das wird halt alles kopiert bis zum geht nicht mehr. Aber damit muss man klarkommen, das ist ein Teil des Businesses und
Ja. Du hast ja gesagt, kein Burggraben. Das heißt, du hast jetzt nicht irgendwie einen Shop. Du hast eingangs erwähnt, dass wenn man über Amazon ein T-Shirt von dir kauft, dann sieht man im Prinzip gar nicht, dass man es vom Homo Ökonomicus gekauft hat. Das heißt, ja, man kann gar nicht speziell nach deinen T-Shirts suchen. Nee, ist unmöglich. Also sind, wir machen es ja zu zweit. Das heißt, wir haben ca. 200.000 T-Shirts online. Und es gibt nicht eine Möglichkeit, irgendwie zu gucken, das sind unsere T-Shirts. Wir sind in tausenden Nischen aktiv und die sind unter den verschiedensten Bezeichnungen online. Es ist absolut unmöglich, es zurückzuverfolgen. Und es funktioniert auch nicht, weil der Verkäufer ist immer Amazon. Wir verkaufen unsere Sachen ja nur an Amazon quasi. Amazon stellt es bereit und wenn da jemand was kauft, dann wird, druckt Amazon das ja und macht, kümmert sich um alles. Ja, das ist schade, weil das nimmt dem Konsumenten ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel den Aaron unterstützen und seine T-Shirts kaufen, weil ich weiß, er macht jetzt so keine Plagiate, ich unterstelle es einfach mal, sondern im Gegenteil, er sorgt auch noch dafür, dass andere leben können von dem Geld, was er bezahlt. Ja, finde ich ein bisschen schade. Das ist nicht, man kann bei zum Beispiel beim DPMA einfach eine Marke anmelden und dann kann man auch einen Shop darüber bei Amazon laufen lassen. Das kann man machen. Das funktioniert, das ist aber nichts, was wir machen dahingehend. Und eigentlich habe mich am Anfang dagegen entschieden, weil ich wollte damals auf YouTube so ein bisschen zeigen. Also ich hatte die Idee, das zu machen. Ich wollte eigentlich auf YouTube zeigen, dass man keine Reichweite braucht irgendwie. Weil klar, wenn ich das jetzt zeigen würde auf YouTube, da könnte ich sagen, na klar, passt auf, geht mal hier auf meinen Shop. Natürlich, ich habe eine gewisse Reichweite, dass ich darüber schon Verkäufe erziele, ist klar, aber das ist halt schwer nachzumachen. Das ist bei vielen Geschäftsmodellen, ja, du musst das und das machen und dann verlinkst du das. Ja, wenn du aber selber gar keine Reichweite hast, funktioniert das gar nicht. Und das ist das Schöne an diesem Business, das brauchst du nicht. Du brauchst keine Follower, du brauchst keine Fanbase oder irgendwas, wo du was verlinken kannst, sondern das kann einfach jeder machen. Und der Verkäufer ist halt Amazon. Ja, richtig, absolute Chancengleichheit. Eine Frage, die garantiert kommen wird, du hast schon gesagt, ist unglaublich viel Potenzial da, harte Konkurrenz, aber auf der anderen Seite gibt keinen Burggraben. Eine Frage, die garantiert kommen wird, ist, Aaron, sollen wir jetzt noch einsteigen? Empfiehlst du das, wenn wir jetzt auch im Prinzip, ging jetzt ein bisschen unter, aber es geht ja um passives Einkommen beziehungsweise finanzielle Freiheit, sagen wir es eher so, dass mit passiv, es nicht so wirklich passiv ist. Ich glaube, das kam mittlerweile auch schon rüber. Würdest du das als guten Einstieg mal sehen, um sich die ersten Brötchen nebenbei zu verdienen, das T-Shirt-Business? Ohne Frage. Also wenn man das Durchhaltevermögen hat, man muss halt am Anfang wirklich viel Zeit oder Kapital aufwenden, je nachdem, dass man bei dem Ganzen reinkommt. Aber das funktioniert nach wie vor. Ich glaube sogar, dass es heute einfacher ist, als ich angefangen habe, weil es heute einen deutschen Markt gibt. Und auf dem deutschen Markt sind zum Beispiel deutlich weniger Amerikaner. Also die große Masse der Leute, die das machen, sind Amerikaner. In den USA ist das viel mehr in der Gesellschaft drin. Es gibt viel mehr Leute, die das machen. In Deutschland ist das nicht so wirklich drin. Es gibt kaum Leute, die das wirklich machen. Das heißt aber auch, Shirts wirklich für den deutschen Markt sind bei weitem, der Markt ist bei weitem nicht so überflutet wie jetzt in den USA. Aber man muss Durchhaltevermögen mitbringen. Es kann gerade am Anfang wirklich lange dauern. Und eine Sache kann ich noch dazu sagen zum Anfang. Das ganze Business steht und fällt damit, dass man so einen Account-Merch bei Amazon bekommt. Und da muss man sich bewerben bei Amazon. Das ist nicht einfach so, dass du einen Account erstellst und hast es dann, so wie jetzt bei FBA das funktioniert, oder dass du quasi einen Seller-Account hast, wo du dann halt deine $40, 40 Euro sind es, glaube ich, auch, zahlst im Monat. Du hast den Account, hier muss man sich bewerben für. Das ist nicht ungewöhnlich, dass man da gleich am Anfang genommen wird. Manche brauchen aber 20 oder 30 Bewerbungen und brauchen erstmal ein Jahr, bis sie diesen Account haben. Aber mit diesem Account steht und fällt alles. Okay, ich will jetzt gar nicht zu tief ins Detail reingehen. Irgendwelche Tipps und Tricks gibt es garantiert auch. Du unterstützt ja unter anderem auch Leute, die das machen wollen, glaube ich. Also zum einen durch deine Berichte auf YouTube. Aber ich glaube, es gibt auch noch eine Facebook-Gruppe von dir, die sich nur mit dem T-Shirt-Business beschäftigt. Wie heißt die? Ja, es ist einfach T-Shirt Business Community Homo Economicus heißt die. Es gibt auch einen zweiten YouTube-Kanal, da mache ich halt hin und wieder mal Livestreams und zeige genau, wie das Ganze funktioniert und so weiter. Aber es gibt halt eine Facebook-Community, das sind auch, ich weiß nicht, sind bestimmt auch 8.000, 9.000 Leute inzwischen, ist auch ziemlich aktiv, was dazu, machen halt wirklich viele Leute inzwischen, aber es ist Potenzial. Ja, genau. Also du unterstützt nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch diejenigen Jungunternehmer, die da in dieser Richtung irgendwas stemmen wollen. Ja, finde ich gut. Ja. Boah, das war schon ganz schön viel. Vielleicht können wir noch mal einen kleinen Schwenk machen, doch Richtung passives Einkommen. Wir hatten ganz kurz schon mal Aktien erwähnt.
wahrscheinlich in erster Linie Dividendenaktien. Das ist ja dann tatsächlich was, was man als passives Einkommen bezeichnen dürfte. Also man kauft einmal die Aktie, legt sie sich ins Depot und danach guckt man quasi dem Depot beim Wachsen zu, wenn es gut läuft. Welche Rolle spielt das jetzt bei dir, also passives Einkommen durch Aktien? Also ich bin bis jetzt wirklich nur bei den Dividenden stehen geblieben. Ich habe schon so mich öfter mal mit Optionen beschäftigt, aber da bin ich bis jetzt, ich bin halt grundsätzlich Unternehmer in anderen Bereichen. Ich glaube, Optionen sind deutlich aktiver, wo ich mich da mehr mit beschäftigen müsste, sehr viel mehr Zeit aufwenden würde. Von daher bin ich wirklich bis jetzt bei den Dividenden stehen geblieben. Es ist so, ich weiß nicht, Depots sind, glaube ich, so 130.000, 140.000 oder sowas, was ich aktuell habe. Das ist halt insbesondere in den letzten 3 Jahren im Synchron mit dem T-Shirt-Business quasi gewachsen, weil dann hier doch einige Gewinne angefallen sind und die will man natürlich auch investieren irgendwo. Und an Dividenden kommen so, ich glaube, im Quartal 600, 700 Euro kommt, glaube ich, pro Quartal in etwa bei rum. Was spielt das für eine Rolle? Ich habe schon das Bestreben, dass ich meine Fixkosten von den Dividenden bezahlen kann und das auch in einem relativ überschaubaren Rahmen, also in einem überschaubaren Zeitrahmen. Ich denke, ich bin jetzt 28, wenn ich mit Anfang 30 grundsätzlich von meinen Dividenden leben könnte, ist das, glaube ich, in Ordnung. Allerdings bin ich auch nicht so naiv und glaube, dass meine Fixkosten auf alle Ewigkeiten gleich bleiben werden. Ich bin mir ziemlich sicher, sobald da Kinder ins Spiel kommen, zum Beispiel, wird das Ganze vielleicht ein bisschen teurer und brauche vielleicht irgendwann eine größere Wohnung oder man muss es nicht haben, ganz ohne Frage. Aber wie ich leben möchte, wird natürlich steigen. Aber ich glaube, ich habe so die Vorstellung, dass Dividenden einfach meinen Lebensunterhalt quasi finanzieren und ich eigentlich gar nicht auf aktives Einkommen in irgendeiner Art und Weise von irgendwelchen unternehmerischen Aktivitäten festgelegt bin, sondern dass ich habe das jetzt schon so und du als Unternehmer kennst das sicherlich auch. Man hat ja ganz am Anfang, wenn man sich selbstständig macht, dann hat man ja, ist das irgendwie alles eins. Da hat man hat zwar irgendwie ein Konto und irgendwie ist das alles mehr oder weniger eins. Man hat zwar vielleicht ein Geschäftskonto, aber man ist Einzelunternehmer und das läuft alles über eins. Wenn man dann aber natürlich Gesellschaften hat, dann ist das ja sowieso getrennt voneinander. Da hast du bist ja wie mehrere Personen. Du hast deine verschiedenen Gesellschaften und du bist du als Einzelperson. Und für mich als Einzelperson ist wichtig, ich möchte quasi die finanzielle Freiheit für mich persönlich, für meine Familie dahingehend erreichen, dass ich einfach genügend Kapital zur Verfügung habe, um von den Erträgen meines Kapitals leben zu können und ich eigentlich gar nicht auf das Geld aus meinen unternehmerischen Aktivitäten angewiesen bin, sondern dass ich da halt wirklich reinvestieren kann und das Geld für andere Dinge verwenden kann. Und für mich ist das, will da nicht überheblich klingen oder so. Ich glaube schon, dass das möglich ist, für mich das in wenigen Jahren jetzt zu erreichen, dass ich davon leben kann. Und für mich ist es dann mehr wie so eine Grundbedingung. Also für mich ist das nicht die Bedingung, dass ich eher in Ruhestand gehen kann oder so. Das ist jetzt nicht meine Motivation, will ich damit sagen, sondern für mich ist es einfach, ich habe mal die Sicherheit, dass ich, kann halt mein Leben von Dividenden finanzieren. Ich muss nicht auf mein unternehmerisches Kapital zugreifen, sondern ich kann einfach davon leben und ja. Ja, richtig. Also ich denke, das Stichwort Sicherheit bringt es ganz gut rüber, auch für dich und für die Familie, die ja vielleicht auch irgendwann wachsen wird. Ja. Das ist auch ein großer Unterschied nochmal, den man vielleicht klar machen sollte. Viele, die sagen, finanzielle Freiheit, passives Einkommen, die haben vielleicht auch gerade, weil sie noch im Hamsterrad festhängen und es ihnen nicht so arg Spaß macht, die 8 Stunden oder so, die sie da am Tag verbringen. Ich wünsche natürlich jedem, dass es seinen Job viel Spaß macht. Es ist aber erfahrungsgemäß bei vielen nicht so und die wünschen sich dann nichts sehnlicher, als eben aus diesem Hamsterrad auszusteigen. Und passives Einkommen und finanzielle Freiheit heißt für die oft im Prinzip so ähnlich wie beim Lottogewinn. Jetzt habe ich genügend beisammen, jetzt kann ich endlich sozusagen da alles hinschmeißen und jetzt bin ich glücklich, weil ich genügend auf der hohen Kante habe. Aber das ist ja ein Trugschluss, man kriegt es ja auch immer mal wieder mit, wenn in irgendwelchen bunten Blättern die Schicksale von Lottomillionären dann ausgebreitet werden. Und das liest sich dann meistens eher wie ein Drama und nicht wie jetzt irgendwas ganz Tolles. Und das hat ja oft damit zu tun oder in der Regel damit zu tun, dass die Leute dann mit ihrem Leben nichts mehr anzufangen wissen. Und das Schöne beim Unternehmerischen ist ja, dass erstens, wir wenden zwar viel Zeit auf, für eine Sache, aber es ist unsere Sache, es macht uns mehr Spaß. Und falls man dann tatsächlich mal passiv über Dividenden oder wie auch immer ein passives Einkommen sich erschaffen hat, mit dem man dann sein Auskommen hat, da
dann hat man die eine finanzielle Sicherheit. Aber das heißt nicht, dass wir dann alles hinwerfen, dass also Aaron sein T-Shirt-Business einstellt, ich den Aktienfinder abschalte und so weiter, sondern wir machen nach wie vor weiter, denken uns auch neue Dinge aus, weil, wie Aaron es gesagt hat, wir einfach Blut geleckt haben und wir tun ja auch als Unternehmer was Gutes. Klingt jetzt wieder ein bisschen pathetisch, aber wir tun ja auch was Gutes für die Welt, einmal über unsere Produkte und einmal dann, indem wir andere versorgen, also als Arbeitgeber und tragen da unser Schärflein dazu bei und auch als Steuerzahler und so weiter, in welchem Land auch immer, gell? bei mir ganz klassisch in Deutschland. Ja, jetzt sind schon 1:20 rum, Aaron. Ich möchte dir nochmal Gelegenheit geben, hast du noch irgendwas, was du den Zuschauern mitteilen möchtest? Ach, ich glaube, wir haben schon über relativ viel gesprochen, wollen es vielleicht nicht unnötig in die Länge ziehen. Eine Sache, die ich, ja, also wenn ich vielleicht eine Sache wirklich gelernt habe, dann das Durchhaltevermögen und nicht aufgeben wirklich wichtiger ist als alles andere. Also das ist das, was sich bei mir eigentlich im Leben durchzieht. Erst in dem Moment, als ich angefangen habe, eine Sache wirklich durchzuziehen, kam jetzt innerhalb von 3-4 Jahren, ist der Schneeball wirklich richtig ins Rollen gekommen. Und ich glaube daher, nicht aufgeben ist eigentlich alles. Mhm. Prima, waren schöne Schlussworte. Ja, dann Glückwunsch, Aaron, dass es so gut läuft. Ich drücke dir die Daumen, dass es weiterhin so gut läuft oder am besten noch besser und der Schneeball weiter wächst. Wer sich für Aarons Dividendeneinnahmen, das ist ja auch ein Schneeball, der wächst, interessiert, der Aaron mailt sie mir jeden Monat. Er ist nämlich auch einer der Helden der finanziellen Freiheit. Das haben wir jetzt nicht eingeblendet, aber da könnt ihr auf dem Aktienfinder-Blog, da gibt es das, da könnt ihr Aarons Dividendeneinnahmen gemeinsam mit denen von 35 bis 40, es ändert sich von Monat zu Monat, anderen Finanzbloggern, ich habe dich jetzt mal als Finanzblogger bezeichnet, dann mit begutachten. Okay, dann bedanke ich mich, dass du dir so viel Zeit genommen hast, Aaron. Also ich fand es super interessant. Und ich hoffe, ihr auch, Zuschauer, wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, Fragen, dann fragt unten drunter. Und ich, soweit ich es kann, werde es beantworten. Vielleicht kommt der Aaron dann auch mal drunter. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.